Herzlich willkommen im Stadtmuseum Weiden. Wir setzen unsere Ausstellungsreihe in diesem Jahr fort mit der Ausstellung Gott schütze ein ehrbares Handwerk, eine Ausstellung zu Handwerk und Zünften in Weiden. Bedeutsam sind die Zünfte für die Stadtgeschichte ungemein. Ohne Zünfte, ohne Handwerk wäre eine Stadt nicht vorstellbar. Wir haben hier in unserer Ausstellung einen großen Bogen gespannt vom 16. bis zum frühen 21. Jahrhundert. Ihnen werden Handwerker begegnen, die Sie heute noch kennen, und Sie werden aber auch Einblick bekommen in die Handwerke der früheren Jahre, der früheren Zeiten. Und ich glaube, dass die Kombination von Museum und Stadtarchiv ein Segen für diese Ausstellung ist. Wir können sowohl wunderbare Exponate präsentieren aus vielen Jahrhunderten, aber auch das, was wir nennen Flachware, also Urkunden, Dokumente, Zunftbücher. Das Stadtmuseum und Stadtarchiv Weiden verfügt über eine große Anzahl an Zunftbüchern. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist nicht unbedingt üblich. Und so können wir ein buntes Bild malen von den Zünften, dem Handwerk, in der Entwicklung und in der Geschichte der Stadt Weiden. Und ich glaube, ohne Handwerk wäre eine Stadt nichts wert. Danke. Die Ausstellung Zünfte und Handwerk in Weiden, die Sie jetzt in diesem Film virtuell besichtigen können, ist die erste von drei geplanten Ausstellungen zu Handel, Handwerk und Gewerbe in Weiden. Die Stadt Weiden, die Sie heute kennen, ist zwar vor allen Dingen durch die Industrieansiedlungen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt, aber es sind natürlich vor allen Dingen die Zünfte und das Handwerk, die seit dem Mittelalter, seit dem 16. Jahrhundert und noch weiter zurück, das Gewerbe hier in Weiden geprägt haben. In unserer Ausstellung sehen Sie Handwerke, die wirklich seit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit hier in Weiden nachweisbar sind, wie zum Beispiel das Handwerk der Zinngießer oder das Handwerk der Hafner, vor allem die Weidner Hafner, die Weidner Töpfer sind mit ihren Produkten überregional bekannt gewesen, und es gibt Mitglieder von Weidner Hafner Familien, die auch in großen Porzellanmanufakturen, zum Beispiel der Manufaktur Fürstenberg, dann als Modelleure tätig gewesen sind oder die in Berlin als Keramiker gearbeitet haben. Und die Haupttätigkeit bestand natürlich in der Versorgung des täglichen Bedarfs hier in Weiden. Das gilt natürlich auch vor allen Dingen für die Handwerke der Bäcker und Metzger, die eine wichtige Rolle hier für das tägliche Leben in Weiden gespielt haben, und vor allen Dingen von den Weidner Metzger, von der Weidner Metzgerzunft, von der Weidner Metzgerinnung gibt es sehr viele schöne Exponate aus mehreren Jahrhunderten hier zu sehen. Darunter fällt zum Beispiel eine sehr schöne Zunftruhe aus dem 18. Jahrhundert, aber auch Exponate aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wir erinnern hier aber auch an Handwerke, die sich erst im 20. Jahrhundert in Weiden angesiedelt haben. Zum Beispiel sei hier an das Büchsenmacherhandwerk erinnert, und wir schlagen den Bogen über 5 Jahrhunderte vom frühen 16. Jahrhundert bis in das frühe 21. Jahrhundert, und wir freuen uns, dass wir auch durch Leihgaben aktuelle Firmen, die heute noch erfolgreich in Weiden arbeiten, in unserer Ausstellung zeigen können.
Ja, auch dieses Exponat können Sie besichtigen. Wie Herr Dr. Schott ja schon gesagt hat, die Metzgerinnung war sehr großzügig im Stadtmuseum und so haben wir auch diesen wunderbaren Teddybären gewandert in das Gewand der Metzger bekommen und der darf die Ausstellung ein bisschen farbiger machen. Und wir haben auch gedacht an die Damen. Wir haben sehr schöne Exponate von Damenschneiderinnen, von Korsettmacherinnen und natürlich von den Hutmacherinnen. Und da war die Firma Weidacher zu uns großzügig und hat uns einige Dinge aus der Werkstatt zur Verfügung gestellt. Auch noch, oder schon lange in Weiden ansässig und leider nicht mehr in Arbeit, ist die Firma Völker. Auch der Herr Völker war sehr nett und hat uns aus der Geschichte seiner Firma etliches zur Verfügung gestellt. Also, wie gesagt,
Wir haben die Erinnerung an die Vergangenheit, aber wir haben auch die Leute, die heute noch aktiv sind, und wir haben auch ein paar lustige Sachen, die vielleicht sogar für Kinder interessant sind, hier bei uns in der Ausstellung. Kommen Sie einfach vorbei, tauchen Sie ein in die Geschichte der Zünfte, des Handwerks in Weiden. Ich glaube, es ist für jeden etwas dabei und jeder kann sich etwas anschauen und sich an etwas erfreuen. Dankeschön. Und ganz wichtig, bleiben Sie alle gesund, damit Sie das Stadtmuseum Weiden besuchen können und damit es Ihnen und uns gut geht. Vielen Dank.